Ganz, ganz viel selbst. Ich muss jetzt auch bald Schamhausen hin. Eislaufen normal oder machst du so Kunsteislaufen? Kunsteislaufen. Schöne Hobbys, aber ja, oder? So abwechslungsreich. Ich finde, es ist immer gut, ein Hobby zu haben, wo du was machst, also nähen, ein Hobby zu machen, was dich, also was sportlich ist und dich gesund hält, ist Eislaufen und Mountainbiken. Und irgendwas gab es eher ein Hobby, was dir Geld bringt, aber es wird mir Geld bringen von meinen Hobbys, wenn ich die Sachen, die ich nähe, verkaufe, aber ich verschenke die lieber. Paar Klamotten zum Nähen. Dann näh mal. Luke, ich glaube, das war Anspielung drauf, dass er nicht nähen kann oder sie. Und Edith da ist Herz aus Gold anscheinend. Mein Gott, diese Bauchfalte. Nähst du für mich? Weiß nicht. Kommt drauf an, was du nähen musst. Genäht haben willst, ob ich das kann. Vielleicht nähe ich ja auch einfach nur gerne Kochschürzen und kann sonst nichts anderes und du kannst mit Kochschürzen nichts anfangen. Could be. Nicht gesagt, was ich nähen kann. Findest du Bodycount, achtest du drauf? Oder bei der Partnerwelt? Nein, weil das alles vor mir war und Vergangenheit ist nicht mit der Gegenwart zu vergleichen. Klar, wenn jetzt ein Mann Bodycount von 1 hat, hat es schon irgendwie eine andere Bedeutung, hey Tom, als wenn der jetzt einen Bodycount von 348 hat. Dann, könnte man meinen, das ist ihm nicht so bedeutungsvoll und es ist nicht so toll, finde ich. Und nein, ich lebe nicht in Deutschland. Ich lebe in Österreich. In Österreich. Was mache ich jetzt hier mit? Oh, das ist nicht gut gelockt. Österreich, ja. Lucke, wie oft gehst du eigentlich aussehen wie der eine? Dann passt, kannst nur sie nähen. Jetzt ist nur noch die Frage, ob ich will. Oder ob ich nicht will. Mann. Ist Lucke dein Hund oder Katze? Luki ist der Typ, der hier die ganze Zeit rein und raus geht. Das ist ein Mensch. Meine Katze heißt Findus und mein Hund heißt Nilsson. Ich bin aus Salzburg. In Wien lebst. Oh Gott, nein. Nein, ich habe doch keinen Wiener Dialekt. Ist es kalt? Hat eine Frau Ü? Was? What? Irgendjemand Tipps, wie Haare wachsen? Ich hätte die gern bis hier. Alter, ich habe heute City Beats 1 bis 10, solide 2. Ich habe heute in der Arbeit, also ich hatte heute eigentlich frei, aber mir war langweilig und ich hatte keine Milch zu Hause und ich wollte aber einen Kakao trinken, also bin ich in die Arbeit und habe dann da einen Kakao getrunken. Dann habe ich den getrunken und mich dreimal verschluckt und bin fast erstickt. Ich habe auch kein Wiener Dialekt, spreche nur Hochdeutsch. Ja, aber ich bin nicht aus Wien. Ich bin aus Salzburg. Was ist eigentlich das für eine Locke? Das ist doch keine Locke, das ist ja ein Zustand.
habe so christliche Winkette. Ja. Ich habe die heute neu gekauft. Ich hatte mal eine alte, die habe ich zu meiner Erstkommunion bekommen. Die war aus echtem Gold. Die ist jetzt nur Silber, aber halt vergoldet. Aber die habe ich verloren. Und heute habe ich die gesehen und die sah eigentlich fast genau gleich aus, nur dass die Glitzersteinchen drauf hat. 7 Stück. Sarah. Aber. Ja. Machst du dich für uns hübsch? Nein. Mach ich nicht. Ich mache mich fürs Essen hübsch. Hallo. Hallo. Ich mache mich fürs Essen hübsch, weil Essen ist toll. Brauche jetzt irgendein Haaröl. Wem gehst du essen? Mit meinen Eltern und meiner Schwester. Ich hatte jetzt wieder alles in meine Haare rein, was ich so hab. Bist doch genug hübsch. Ja, danke schön. Ich schmink mich ja nicht. Ich habe ja nur meine Haare gelockt. Weil die sahen nicht mehr so gut aus. Mit mir. Nein, Lukas, ich denke nicht. Ich denke nicht. Oder was ist eigentlich da los? Nein, Lukas, sie denkt nicht. Bäh, deine Haare wild. Ich schau aus, als wäre ja noch von die 80er. Voll hübsch. Dankeschön. Antifrizz-Gel, beste Erfindung ever. Ever, ever. Beste Erfindung Eva. Danke fürs Live-Teilen. Aber das ist, mag ich gar nicht, weil ich denke dann automatisch, dass jemand über mich lästert. Da muss mir richtig warm anziehen, glaube ich doch. Ich soll jetzt wieder Deutsch reden. Oh nein. Jetzt schneit es wieder. Ich könnte eigentlich Weihnachtslieder reinmachen. Könnte ich. Bei mir halten Locken nie. Ja, ich mache die mit dem Glätteisen, dann geht's. Und dann halt so Haarsachen, so schaumfestiger und so rein. Dann hält es eigentlich. Was machst du jetzt noch? Keine Ahnung, wir fahren bald und dann. Ja, diese Bauchfalten, jetzt Zahnschutz, boah. Hilf mir mal kurz mit der Ernährung. Bin gerade am Überlegen, was ich zu Thunfisch dazu esse. Keine Ahnung, Forelle. Österreicherin. Oh, die ist aber jetzt nicht gut gelockt, die da unten. Das ist ja ein Zustand. Thunfisch mache ich pur, Bro. Uah. Thunfisch riecht einfach nur noch Katzenfutter. Jetzt ist sie gelockt. Nur irgendwo so einen schwierigen Fall. Nee, es geht eigentlich. Ja. Ja. Nee, wie ihr die zu krasse Locken. Passt. Aber irgendwie ist das so eine schöne Welle und da ist es so eine schräge Gerade. Ich habe keine Ahnung, wie das retten. Oh. So anscheinend. Hi. Ich packe das einfach nicht mit irgendwas anderem dazu.
dazu. Also Thunfisch ist schon echt auf ein ekelig Skala 10. Wie ist es so in Frankreich? Très bien. Keine Ahnung, Alter, wie kommt ihr auf Frankreich? Cool, ich habe noch eine Antenne. Das ist super, falls ich mal Signal brauche. Thunfisch richtig geil. Hä, ja, ich bin Vegetarierin. Vielleicht finde ich es deswegen nicht super lecker. Kann sein, ne? Ich klicke Skala 10. Ja. Hallo. Das ist mir jetzt zu hell. Du wolltest auch nach Frankreich. Ja, wollte ich auch. Aber manchmal passieren Dinge im Leben, die dich davon nicht abhalten. Aber du änderst halt manchmal einfach deine Pläne. Und dann machst es nicht mehr, aber machst stattdessen was anderes. Ja, Bro, sie isst kein Fleisch. Isst mit Doppel-S, Lukas. Gesto, Gott, die Rollkorne schön. Danke für die Rose. Teamherz. Es ist so kalt. Es ist so kalt. Ich glaube, ich muss wirklich einen Pullover und eine Jacke anziehen. Hi, Lorenz. Ja, sorry, du Model. Du wirst wärmen.